Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 3 Part 22 Next Game Plus. Ja, beim letzten Mal, da haben wir ja hier den Knast unsicher gemacht und jetzt wollen wir wieder in die untoten Hauptstadt, was heißt wieder, in die gottlose Hauptstadt gehen, genau, das wollte ich sagen, um den guten alten Sigvard zu befreien und vielleicht noch das eine oder andere Ringchen abzustauben, ne? Ihr wisst ja, wir brauchen die Ringe. Damit wir ja, den 100% Run oder die Bedingungen des 100% Runs erfüllen. Ja, hier gehen wir auch noch später hin, ne, an den, in den Erzdrachen oder auf den Erzdrachengipfel. Auf, ne, macht eher Sinn, denn es ist ja irgendwo ganz weit oben. Die haben ja sogar eine andere Sonne da oben, wie wir schon festgestellt haben, in unserem letzten Durchgang. Oh verdammt, die leben jetzt alle wieder. Ja, ich war mal kurz im Feuerbandschrein, habe ein paar Seelchen ausgegeben, wie ihr sehen könnt. Aber jetzt will ich hier einfach nur durchsprinten. Oh fuck. Ja, war ein bisschen langsam. Aber ist egal. Hauptsache schnell zum Leuchtfeuer. Naja, hier kommt ja noch jemand, ne? Oh nee. Ach, da liegt ja doch noch was rum. Vielleicht ist das ein Ring bereits. So, ich gucke mal. Nee. Oh, eines Veteranen sogar. Eine Veteranenseele, ob ich die jemals bekommen habe. Was sind das? 50.000 Seelen? Oder auch 40.000? Ich weiß es nicht genau. Nee, das ist der andere Weg, glaube ich, oder? Ist das der richtige Weg? Ja, da müsste jetzt der kommen, genau. Der besagte Freund. Blase. Oh, ich habe keine Glut. Wieso habe ich denn keine Glut? Ach ja, und dann bin ich noch runtergestürzt irgendwo. Und deswegen habe ich jetzt gerade keine Glut ausgerüstet, wenn man das so sagen kann. Oder wir sind halt kein Träger der Glut, so sagt man das, nennt man das ja hier. Es gibt ja in Dark Souls 3 keine Menschlichkeit mehr, sondern nur noch das Attribut Träger der Glut. Oh, das reimt sich, sehr schön. Wäre vielleicht auch ein schöner Titel für die Folge. Das Attribut der Glut. Aber es macht keinen Sinn, oder? Es muss ja auch ein bisschen zu der Handlung passen oder zu unserem Vorhaben. Was wir uns ja für diese Folge vorgenommen haben letztendlich. Ach so, wartet mal. Hier soll... Entweder ist es ja im Next Game Plus Plus hier. Oh, nee, Moment, Moment. Nee, wir können ja dann nicht nach oben, ne? Na doch, können wir schon, aber dann müssen wir außen... Ja, ich will erstmal das Leuchtfeuer triggern hier. Das ist mir dann doch ein bisschen wertvoller, ein bisschen sicherer, falls wir hier doch das zeitliche Segnen an der einen oder anderen Stelle hier. Und Totenknochensplitter, ja, wie gut, dass wir die gar nicht mehr brauchen. Ja, kannst ruhig rasten, dann haben wir wenigstens wieder einen Heiltrank mehr. Vielleicht werden wir auch den Riesen noch legen, diese Folge, ja. Schauen wir erstmal, also erstmal muss ich zumindest hier runter. Und Sigvard wollte ich auf jeden Fall noch befreien. Das machen wir am nächsten Durchgang nicht mehr. Da werde ich dann alle Questlines ad acta legen und skippen. Denn, ja, dann werde ich euch so weitestgehend alles gezeigt haben. Also zumindest die wichtigsten Sachen, die es in Dark Souls 3 zu erledigen gibt. Und ja, hier ist dann später wohl auch ein Ring. Ja, okay. Ja, dann ist es wirklich... Oder ist ja das? Nee, glaube ich nicht. Ist ja doch erst in der im nächsten Durchgang vorhanden, also im Next Game Plus Plus. Da oben ist Müll, das wissen wir auch. Also für alle Leute, die es noch nicht wissen, ne, da oben ist Müll, Abfall. Da dachte ich ja zunächst, ach, irgendein besonderer Gegenstand, ach, den lassen wir auch links liegen, ja, ist egal. Einfach durch hier. Hier sind wieder ein paar Echsen, brauchen wir auch nicht mehr. Gehen wir einfach mal den direkten Weg hier nach unten. Ja, lasst uns in Ruhe. Erläuterungssteine, die brauchen wir sowieso nicht. Denn wir möchten ja das Hollow-Ende erreichen, ne? Das Unkindled-Ende. Das Ende des Unentfachten. Ja, ich finde es immer so nett, wenn die ganzen Hüllen vor uns auf die Knie fallen. Ah, das hängt mit meinem Geltungsdrang zusammen, ich weiß, nein. Ach ja. Moment, da oben ist ja der olle Magier, richtig? Ich dachte, hier wäre noch schon Ring, aber hier ist gar keiner. Okay, Glut reinpfeifen und dann geht's weiter.
Ja, wenn, dann kaufe ich jetzt nur noch Glut oder irgendwelche Titanite Chunks. Ja, der hat es ein bisschen drauf, wenn man Pech hat. Yo, ey. Woo. Ja, komm heilen. Ja, hallo, der fletscht mich hier. Kann ja nicht angehen. Ey, der ist clever. Ja, ob bist du hängen geblieben? Oh, das tut mir aber leid. Nicht. Tja, das war sein Ende. Das gilt auch für Gegner, ne? Wenn ihr Fehler macht, dann seid ihr genauso tot. Okay. Was haben wir denn hier noch Schönes? Irgendwo muss doch hier dieser Ring sein, verdammt. Giftpfeile. Ja, die waren hier schon. Da unten vielleicht? Ne, da sind wir hochgekommen erstmal, ne? Ich gucke mich hier an, ganz genau nochmal um, Leute, keine Sorge. Dass wir hier auch nichts verpassen, aber irgendwie sollte hier noch der Ring sein. Und ist der da? Nee. Das ist blöd, dass der jetzt nicht hier ist. Oh, das ist ein bisschen komisch, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oder gehen wir doch erstmal hier runter? Aber das hatten wir auf jeden Fall. Götterzaun hatten wir. Ja, vielleicht war es hier. Ja, ich hau mir noch ein bisschen Karsus Red drauf. Was soll der Geiz, ne? Mal sehen, ob die. Oh, die bluten ja jedes Mal, wenn man die trifft. Geil. Wow. Warum hat denn der so komisch gestrahlt gerade? Hier ist doch auch irgendwas. Ja, vielleicht ist das ja. Nee. Das gab es ja auch schon im ersten Durchgang. Ja, Kugeln brauchen wir nicht mehr. Das ist ja doof. Muss ich doch nochmal nachschauen. Nochmal nachschlagen. War hier nicht gerade irgendwas? Irgendwas leuchtete. Ach, nee. Da unten? Nee. Das war doch kein Ring, oder? Glaube ich nicht. Sie sind doch hochgekommen, das weiß ich. Nee. Nee, 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 ich glaube nicht. Da muss ich mich hier irgendwo fallen lassen. Na, aber egal. Wir probieren es mal, Leute. Dann probieren wir lieber studieren. Und hier ist eine Mimik. Oh, nee. Gerade läuft mein Kasus aus. Wunderbar. Logungsbeschleuniger. Ja, mehr war hier nicht. Können wir eigentlich auch ignorieren, diese ganzen. Ja, das war der Abfall, ne, den ich erwähnt habe. Aber ich sammle ihn trotzdem ein, macht der Gewohnheit. Oh, dann war das doch unten bei den Viechern. Aber egal, wir holen uns erstmal den Schlüssel, damit wir dann später den Siegbart ohne ja, befreien können. Ne, den Schlüssel haben wir, glaube ich, schon. Das ist, glaube ich, nur noch der Schlüssel für Carla. Wenn mich nicht alles. Täuscht, ja. So, jetzt. Okay. Jetzt müssen wir aber erstmal nach oben. Schade. Ich dachte, der wäre hier gewesen. Ja, das sind mal wieder die Fehlinformationen von meiner Quelle. Hat mich ja schon einmal so ein bisschen im Stich gelassen. Ja, ich möchte jetzt keine Werbung machen für die Seite. Das wäre definitiv eine schlechte Werbung. Ja. Nee, also hier ist jedenfalls nichts. Vielleicht ist es da, ich weiß es nicht. Wir werden es erleben, Leute, denn ich gebe dem Ganzen natürlich auf den Grund, ne? Keine Frage. Das lasse ich nicht auf sich beruhen. Ja. So, hier sind ja auch wieder zwei nette Schwestern. Wenn auch noch. Nee. Gut, dass ich die jetzt noch nicht getroffen habe, denn ich hatte noch keinen Karsus drauf. Wow. Ja, die sind auch empfindlich gegen Blutung. So, hier kriegen wir erstmal den Schlüssel, richtig? Richtig, Schlüssel des, was war das, des Wertes. Und dann holen wir den guten Siegwart raus. Das war nämlich alles. Und mit dem Schlüssel des Wärters können wir ja Carla befreien, wenn wir es denn wollten. Ja? Will ich es denn? Nein. Nein, wir haben ja alles von ihr, ne? Ist auch nett. Sind ja gar nicht egoistisch.
Vielleicht ist der auch hier. Dieser Ring. Nee, noch nicht. Okay, erstmal. Goldener Schlangenring, ja, das war der normale, der Standardring. Von ihm bekommen wir noch irgendwas, glaube ich. Genau, die Titanitscholle kriegen wir von ihm. Pflichten. Okay, das war das. Jetzt haben wir ihn auf jeden Fall rausgehauen und dann ist er auch beim Kampf, steht er uns dann zur Verfügung. Gegen den Riesen, den Jorm, den Guten. Auch einem Aschefürsten, für die Leute, die es noch nicht wissen. So, aber hier war jetzt kein weiterer Ring erstmal. Also hier müsste wenigstens ein Ring sein. Ja, dann gehen wir direkt hier runter, würde ich mal sagen. Ach, hier ist er. Flammensteinplattenring plus 1. Ja, wir haben ihn. Ja, ich glaube, mehr ist hier auch gar nicht weiter, ne, oder? Ah, am besten einfach liegen bleiben. Das war ein Beichtstein. Und hier waren ja noch die anderen Viecher und mehr ist doch, glaube ich, nicht, oder? Da mache ich die auch noch kalt. Die bluten so schön. Ja, ich will mal meine Klinge an denen ausprobieren. Oh, jetzt kommt dieses andere Vieh an. Oh, nee. Musste ausgerechnet jetzt, aber ich bin jetzt, ja, jetzt bin ich gerade in dem Moment nicht mehr unbesiegbar gewesen. Scheiße. Oh. Wow, Angriff ist echt die beste Verteidigung manchmal. Sonst wäre es das gerade gewesen. Die legen sich direkt wieder pennen. Na, komm mal her. Du kleiner Wurstfinger, du. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Oh, scheiße. Oh, nein. Aber das schafft er noch. Trotz Blutungsschaden. Eleonora, ja, die können wir irgendwie noch eintauschen. Gegen eine Titanitscholle oder gegen irgendwas anderes auf jeden Fall. Auf jeden Fall können wir die gut eintauschen gegen einen wertvollen Gegenstand. Oh Gott. Boah. Ja, stimmt, das können die ja auch, ne? Wow, das war er. Da. Oh, verdammt. Warum konnte ich denn nicht wegrollen? Ich bin gerollt und in der Zeit... Oh, der hat irgendwas, oder? Der leuchtet so komisch. Hat das was zu bedeuten? Ja, komm, heil dich einfach nur. Einfach nur heilen. Okay, ist ja auch noch was Schönes für uns. Noch ein Läuterung. Was soll ich denn mit Läuterung stellen, Leute? Jetzt wird er sich gleich wieder aufrichten und sich fallen lassen mit seinem fetten Nilpferd-Poppis. Cool. Scheiße. Wird auch scheiße sein. Ja, scheiße. Mehr hatten die nicht. So, aber hier war auch nichts weiter, oder? Nein. Tja, Leute, dann würde ich mal sagen, jetzt haben wir den Ring auf jeden Fall schon mal abgestaubt. Dann gehen wir zurück in die gottlose Hauptstadt. Beame ich mich einfach mal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also dann, bis gleich, Leute. So, herzlich willkommen zurück. Jetzt machen wir uns direkt auf zum Riesen. Und ich hoffe mal, ich kann unserem guten alten Sigmar diesmal ein bisschen mehr von Nutzen sein. Dass er auch endlich mal überleben kann. Der ist ja bisher also wirklich zweimal draufgegangen bei mir. Einmal mit dem Charakter hier und dann nochmal mit meinem Strength-Build. Ja, ich konnte ihm nicht beistehen, so wie ich es eigentlich vorhatte. Ja, der hält aber auch nichts aus, der Gute, ja. Und der wurde permanent von seinem ehemaligen Kumpel, dem Jorm, unter Beschuss genommen. Oder vielmehr, ja, hat er ihn mit Schlägen nur so eingedeckt. Ja, hier sind auch noch einige Gegner, aber die lassen wir jetzt alle mal links liegen. Okay, ja. Ja, ich glaube, der wird uns noch bis hierhin verfolgen, oder? Ich traue dem Frieden nicht. Denn hier nutzen uns unsere Schwerter leider gar nichts. Ganz im Gegensatz zu den restlichen Bosskämpfen. Ja, den nehmen wir mal ganz raus. Denn hier brauchen wir diesen komischen, Gott, wie heißt denn das Teil? Sturmbringer oder so, ne? Es war, glaube ich, zählte unter Großschwerter. Jetzt haben wir natürlich noch mehr Waffen hier, noch mehr Tünnef gesammelt hier, den wir nicht brauchen.
Haben wir das Teil überhaupt noch? Ja, hier. Da ist es ja. Sturmherrscher heißt es genau. So. Ob wir den hier schon laden können, wäre natürlich cool. Dann kann ich direkt losschießen. Na, ich probiere es einfach mal, Leute. Oh Gott. Jetzt kommt die Sequenz, wenn Sieg war, ne? Hoffe ich mal, dass er dabei ist. Wenn wir alles richtig gemacht haben bisher in seiner Questlane. Yes, da ist er, der Gute. Hat natürlich dieselbe Waffe, weil er wusste schon von vornherein, welche Waffe effizient gegen den Riesen ist, gegen seinen Kumpel. Ich will ja auch endlich mal sehen, was passiert, wenn... Wow, der macht ja verdammt wenig Schaden gegen ihn. Selbst wir beide nicht. Aber ist schon okay, wenn er sich auf mich konzentriert. Es dauert immer eine Weile, bis die geladen ist. Das war hier. Ja, ich springe natürlich immer zu früh los. Eigentlich sollte man ihn abwechselnd bekämpfen. Ja, er schnappt sich schon wieder nur Siegwart, ja? Das ist scheiße. Sehr gut. Ja, genau so dachte ich mir das. Und jetzt ist er von mir dran. Wunderbar. Und Siegwart wird diesmal überleben, Leute. Zumindest sieht es momentan danach aus. Komm, Siegwart. Lad doch mal deine Waffe. Was macht der denn? Kaffeekränzchen oder was? Kein Wunder, dass er. Ach ja. Okay. Wow, die hält aber auch deutlich mehr jetzt aus. Ist die aufgeladen? Ja. Okay, jetzt hat er nicht mehr viel Lebensenergie, aber ich komme gerade nicht weg. Ja. Ey, Siegwart, weg da. Ey, scheiße, ich muss ihn irgendwie versuchen anzulocken. Hier, hier, hier. Oder die Aggro auf mich zu ziehen. Aber dann macht er nicht, ne? Der geht nur auf seinen Kumpel. Also sein ehemaligen. Komm, ja. Siegwart lebt noch. Endlich. Oh, das war eigentlich gar nicht so schwer. Na gut. Da muss es halt nur richtig timen, ne? Sehr cool. Na, dann werden wir jetzt zeugen, was er jetzt für einen Dialog mit uns führen wird, hoffentlich. It seems I'm in your debt once again. My thanks. I could have not kept my promise without you. Now, for a final toast. Noch ein Siegbräu. To your valor and my old friend Yorm. Long may the sun shine. Oh, der ist zum Sunbro oder was? Cool. Na also. I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. You are a true friend. Best of luck with your duty. Well, okay, das war's. Jetzt wiederholt sich der Dialog. Ja, das ist das Coole, Leute, ne? Am Next Game Plus, man kann alte Scharten natürlich sofort auswetzen, ne? Beim nächsten Durchgang. Und das ist doch, ja. Ja, nee, nochmal werde ich mir die Waffe nicht holen. Also zweimal reicht's mir jetzt. Also. Zweimal? Ach so, stimmt. Einmal habe ich sie von Siegwart gekriegt beim ersten Durchgang, weil er ja gestorben ist. Haben wir dann auch direkt die Waffe von ihm bekommen. Also auch diesen Sturmherrscher. Deswegen hatte ich ihn jetzt schon zweimal bereits, ne, obwohl es erst der zweite Durchgang ist. Tja, Leute, aber mit diesem Sieg würde ich mal sagen, möchte ich mich von euch erstmal verabschieden. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ne? Also dann, bye bye, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Chuck. Lasst es euch gut gehen und wenn ihr wollt, könnt ihr ein Däumchen nach oben da lassen. Darüber freue ich mich natürlich immer. Bis dann.